Mein Name ist Andreas Hutzel. Ich bin seit 20 Jahren am Theater Lübeck. Und jetzt gerade bin ich unterwegs zu einer Wiederaufnahmeprobe von Riders on the Storm. Das ist ein Stück über Jim Morrison und die Doors, also die legendäre 60er Jahre Psychedelic Rockgruppe. Ich freue mich auf die Probe, weil es ein einmaliges Erlebnis ist für mich, als Schauspieler einfach mit Band auf der Bühne zu stehen. Und das sind drei Freunde von mir, die hervorragende Musikanten sind, und ich freue mich auf die Probe. Herzlich willkommen hier im Bühnenbild von Riders on the Storm. Sie sitzen hier im Granulat. Der ganze Boden ist voll mit Sand von Venice Beach, wo sich die Band eigentlich kennengelernt hat. Das ist ein Stück über The Doors, die legendäre 60er-Jahre-Band, und Jim Morrison. Sie haben sich kennengelernt. Erfolge, Light My Fire, das geht los wie eine Rakete. Und Jim Morrison träumt eigentlich immer davon, Schriftsteller zu sein. Wie Rambo. Schreiben. Und natürlich singt er halt einfach göttlich. Er hat diese ganzen Songs im Kopf. Er hat ein ganzes Konzert im Kopf. Damit überzeugt er Ray Manzarek, das ist der Keyboarder, und Ray bringt dann John Densmore mit und Robbie Krieger, das sind Gitarre und Schlagzeug, und die drei machen legendäre Musik. Das hier ist Lucy, ist meine einzige wirkliche Partnerin auf der Bühne. Ne, Lucy? Ja. Und wir haben auch ein Pas de Deux zusammen, wir tanzen bei Break On Through. Das ist für mich nicht immer ganz einfach, weil Lucy sich manchmal ein bisschen eckig anstellt. Oder ich, wahrscheinlich. Meistens bin es ja ich. Das Großartige hier ist die Musik, sind die Songs natürlich. Das kommt von, das ist mit Bach, von Bach beeinflusst. Präludienartige, klassische Gitarre. Das Schlagzeug wie ein Dialogpartner hier hinten für mich. Also ein sehr, sehr dichter Abend. Und natürlich Oratorien wie The End und When the Music's Over. Dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Das geht um existenzielle Themen. Wenn es wieder möglich ist, schauen Sie sich das an. Wir spielen es immer noch. Ich hoffe, wir spielen es weiter. Ich lebe mit diesem Stück, und jede Aufführung hier ist für mich jedes Mal ein Riesenabenteuer. Also mit allem drum und dran, vorher und nachher. Können Sie sich vorstellen. Schauen Sie rein. Ich hoffe, wir sehen uns bald live. Tschüss. Tschüss. Große Songs schreiben sich ganz von selbst. Die Kunst ist, sich nicht einzumischen. Der Song zeigt dir ganz von alleine, wo es hingeht. Du sprichst mit dem Song wie mit dem Baby. Und er sagt, hey, Jim, halt einfach dein Maul. Da geht's lang. Und das ist einer dieser magischen Momente. Plötzlich macht's Klick. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right.
when you're strange. No one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we could only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try and set the night on fire. Ich freue mich, wenn es endlich wieder losgeht und wir vor Publikum spielen dürfen. Also zum sinnvollen Zeitvertreib bis zur Wiederaufnahmepremiere empfehle ich wärmstens Doors hören, Thomas Bernhard lesen, ja, zum Beispiel Der Untergeher oder Der Stimmenimitator, auch sehr interessant. Und falls Sie ein Musikinstrument zu Hause haben, holen Sie es raus. Fangen Sie wieder an zu spielen, ganz einfache Sachen.
Es macht glücklich. Bis dann. Also ich